Moin, Mr. Bitter, euer Stuckateur, mal wieder in der Werkstatt am Arbeiten. Ihr seht da hinten, ist zwar mein alter 50er-Roller und Fahrradchen, wir haben hier was neu gebaut, bisschen aufgeräumt, ein großes, fettes Regal gemacht, das war echt bitter nötig und das ist jetzt mein Stucktisch mal in Aktion. Darunter die Stuckwanne, eine große Gärungslade, zum Test für große Profile, ne, haben wir mal eine gemacht. Jetzt bin ich gerade ein Stuckschild am Machen, hat eine gewisse Aufkantung mit einer Rundung, mit einem Viertelstab und zwei Kanten. Das bin ich gerade am Machen, habe mir das Ganze eingelattet, bin den Stuck am Ziehen an Ort und Stelle, also hier an Ort und Stelle, nicht an der Baustelle, weil da möchte ich das Ganze nur anbringen und schließen. Das wird später so sein, dass zwei Stück aneinander kommen, das ist jetzt ungefähr 75 mal 40 und beide zusammen ergibt dann 1,50. Das ist an Ort und Stelle damals ausgemessen worden. Dementsprechend bereite ich mich hier so vor und heute habe ich damit angefangen, wie gesagt, den Stuckschlitten, den Schlitten bauen, das Ganze einlatten und auf meinem Tisch endlich mal Stuck ziehen. Jetzt wurde das Ding immer richtig entjungfert, ja, und das hat dem Tisch richtig Spaß gemacht. So, ich gehe noch mal ein bisschen rum, könnt ihr mal gucken. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie die Teile aussehen. Später sieht das anders aus. Ich mache nochmal ein Foto, ein Video und. Ne? Also wie gesagt, man kann das Ganze erkennen hier. Ne? Herrlich, oder? Könnte ich nochmal reinpfeifen hier. Boah, guck mal hier. Werkstattstaubsauger. Ey, hochqualitatives Werkzeug hier, liebe Leute. Sorry. Also ihr seht, dieses Stuckprofil, das gewinnt immer mehr an Formen. Ganz wichtig, ich werde jetzt nicht sagen, welche Materialien ich dafür genommen habe, weil ein bisschen bleibt mein Geheimnis, ja, an alle Stuckateure. Ich verrate nicht alles. Ich mache schon viel, aber wie gesagt, das gehört uns. Ja, das gehört einfach uns und fertig. Ihr werdet gleich sehen, ich gehe nochmal rund. Das braucht Zeit. Das ist klar auf zementärer Basis. Das kann man sagen, dass es halt für außen geeignet ist. Ja, und das ist schon wichtig. Und wie soll ich sagen? Ich habe jetzt hier, das ist so in mehreren Abschnitten wird das gehen. Das braucht einfach nur Zeit. Ich habe gesagt, gewisse Materialien müssen, also im zementären Bereich, müssen einfach Zeit haben, um fest zu werden, trocken zu werden, sich auszudehnen, ziehen, machen, tun, ja, damit die später ja so wenig Risse kriegen wie möglich, einfach gut sind die Sachen. Bei Gips ist das wirklich ganz anders, da wäre das Teil theoretisch schon fertig. Jetzt muss ich hier nochmal den Rand sauber machen, gleich drehe ich euch nochmal rum. Ich lasse den Dreck jetzt mal, ist halt wie immer Baustelle, ne? Und diesmal habe ich wieder Käffchen dabei. Und in der Werkstatt arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wunderbar. Ich habe hier meine Toilette, wisst ihr ja, jetzt sieht man meinen Roller hinten richtig gut. Ich habe hier meine Toilette, wenn ich mal pipi muss oder so. Ich gab mal andere Zeiten bei einer Firma, da gab es sowas nicht. Also ich kann euch sagen, hochziehen, ausspucken kann ich noch lange nicht. Und fertig. Jetzt drehe ich euch nochmal um, damit ihr seht, weil letztens der erste Take, den ich jetzt gemacht habe, letztes Mal, das war das erste Mal vorgearbeitet. War der erste Schritt. Jetzt sind wir hier beim zweiten Schritt, dass wir die Kanten und die Beschaffenheit einfach etwas feiner herstellen. Ja, es wird später alles noch gestrichen und das ist auf einer gewissen Höhe, dann sieht man es gar nicht, wie gut was gemacht worden ist, aber man macht es gut. Ganz einfach, ich habe Stuckfassaden gesehen, ganz, ganz weit oben, da waren richtig gute, scharfe Kanten und das möchte ich auch. Ja, also ich möchte, dass, wenn ich es abliefere an Ort und Stelle, dass derjenige, der Maler, sagt, oh, das ist aber schön, ne? So, dass der halt schön dünn streichen kann und damit man die Kanten sieht. Auf einer gewissen Höhe sieht man nicht viel. Guckt mal hier, es wird immer besser. Seht ihr das? Und ich gehe gleich nochmal rum. Ich mache es erstmal hier sauber, weil ich muss hier nochmal dran mit feinerem Material. Und dann seht ihr halt, wie das ist. Ne? Drehe ich euch mal rum. Na, habt ihr letztens gesehen, das war ein bisschen grober.
Na, jetzt wird es alles ein bisschen feiner. In der Länge hier, das habe ich letztens gezeigt. Jetzt wird es einfach feiner und ganz und fertig. Ja, seht ihr das? Und das wird einfach danach zusammen gemacht. Ne? Und die Fläche wird später noch. Die lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen rausstehen, an Ort und Stelle, wenn die zusammengebracht werden, die zwei Stücke, das kann ich erklären, die zwei Stücke, dann gehe ich auf die Oberfläche drauf, ganz dünn, und dann filze ich den Bereich und dann ist das später an Ort und Stelle ein Teil, aber die Kanten hier, die mache ich jetzt einfach hier, weil das einfach hier für mich einfacher ist und ja, ne, hier, das hier, sowas hier, solche Ecken muss ich jetzt einfach noch fein herstellen, dieses leichte Moment, sieht man das? Da, sowas hier, ne? Das macht man alles jetzt noch weg, die Löchelchen. Ne? Das ist wichtig. So. Bald sehen wir euch an Ort und Stelle. Dauert nicht mehr lang. Aber mich seht ihr noch öfters. Soll man einen kleinen Schwenker im Lager machen, ja? Habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Ein bisschen hat sich ja was getan hier. Also ich habe dieses große Regal gebaut. Ne? Nächster Take ist auf der Baustelle. Seht das da oben? Das Regal war ja nur bis 2 Meter. Und oben war halt nichts mehr. Und dass ich da mal die Rollen da oben hinbekomme, nicht damit die mir jedes Mal runterrollen, habe ich da so ein kleines Lattengerüst gemacht und fertig. Ja. Abdeckvlies, ihr wisst, ich stecke gerne ab auf der Baustelle. Dann halt, also ganz normales Abdeckvlies. Dann habe ich hier dieses selbstklebende Abdeckvlies. Das ist echt gut. Ja, dann in dem Bereich die ganzen Folien. Hier ist noch ein bisschen Wolle übrig geblieben. Und das verbaue ich mit der Zeit einfach irgendwann mal. Hab jetzt noch Platz, hab diesmal gedacht, jetzt mache ich die ganzen leeren Eimer. Verfrachte ich hier in dem Bereich und die Kübel, damit ich auch immer dran komme. Hier ist noch ein komplett leerer Bereich, da weiß ich noch gar nicht. Hier habe ich jetzt mal gesagt, da kommen mal die Schrauben und der Trockenbaukram hin. Da noch ein bisschen jede Menge Klebeband, ein bisschen Trockenbaugedöns. Da weiß ich noch nicht, das wird alles noch ein bisschen geändert. Ne? So, das ist ja im laufenden Betrieb, entwickelt sich das Ganze. Was kann man noch sehen? Meine Schleifmaschine von der Firma, die ich jetzt schon, ich glaube, fast 7 Jahre, super Licht, egal, 7 Jahre benutzt habe, die Giraffe, Schleifmaschine, ne? Die ist leider tot. Keine Ahnung, 5.000, 7.000 Quadratmeter habe ich damit geschliffen. Die ging für 80 Euro, habe ich euch schon mal erzählt. Die hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Ich habe damit richtig Gas gegeben. Ich hab damit Geld verdient, ganz einfach. Und für 80 Euro, also die ist leider weg. Und ihr habt ja mitbekommen, dass ich mir auch ein paar Bosch-Maschinen gekauft habe. Das ist auch von Bosch so eine Schleifgiraffe. Keine Ahnung, was da für eine Nummer ist. Ist mir auch scheißegal. Doch, ich kann es euch sagen, GTR 55 225. Ich habe es einfach gekauft. Ich hatte jetzt ohne Erfahrung. Ich habe einfach gesagt, ich ziehe jetzt eine Linie durch. Ja, den Flex-Staubsauger habe ich damals schon gekauft. Guck mal hier, mein Parkside-Werkzeug ist immer noch nicht ganz weg. Ihr seht es, damit rühre ich ein bisschen Mörtel um. Und ganz, ganz verschwinden war das. Ganz verschwinden tut hier alles nicht. Ne? Aber guckt mal hier. Jetzt könnt ihr euch wieder kaputt lachen. Ist mir auch scheißegal. Guck mal hier. Ich weiß gar nicht, von wem welchem Hersteller das ist. Hier Pro Work steht hier drauf. Ne? So eine Kreissäge. Da ich ja kein Schreiner bin, ne? Ist für mich eine Kreissäge. Tischlerschreiner ist für mich eine Kreissäge. Nicht so wichtig. Ich muss mal was sägen, was nicht auf den Millimeter genau sein muss. Aber mal ein langes Holzbrett, eine USB-Platte oder eine Spanplatte muss ich mal schneiden für unteren Trockenbau. Und da ist das nicht so wichtig, weil wie ein Schreiner, der wirklich hier
exakt arbeitet mit einem vernünftigen Bleich. Also das ist was ganz anderes, ne? Also in allen Ehren, die Jungs, die brauchen da richtig gutes Werkzeug. Und da ist so, ich glaube, die meisten, was ich mitbekommen habe, benutzen Festool. Ne? Wir gehen auf die Baustelle, ne? Was habe ich hier? Privaten Driss, ne? Hier so ein 9x6 Meter Pavillon, braucht man mal ein paar Ersatzstühle für den Garten, wenn wir mal Besuch bekommen. Ich bekomme demnächst noch ein bisschen fahrbares Gerüst. Na? Also da muss ich mir noch was einfallen lassen, wo der Roller und das alte Fahrrad hinkommt. Entweder, ich weiß es noch nicht genau, aber es kommt schon irgendwo hin. Ja, die Leitern benötige ich hier. Ich bekomme, wie gesagt, bei diesem Gerüst noch Zuwachs, weil der Hersteller produziert keine mehr. Und ich habe noch einen Kumpel, der braucht seins nicht mehr. Dann übernehme ich das natürlich, weil dann kann ich das nämlich aufeinander stecken. Schade, aber es ist, wie es ist. Ne? Jetzt bin ich hier mit meinen Resten an Material, bin ich jetzt hier gelandet. Ich hatte eine große Gipskartonpalette übrig. Für 60 x 2 Meter Gipskartonplatten. Die steht jetzt hier. Dann noch so zwei kleine Paletten, wenn ich mal auf der Baustelle bin. Und ich muss das irgendwie am Gerüst außen, ich muss irgendwo lagern. Dann kann ich die zwei kleinen Paletten mitnehmen. Dann liegen die platsch auf dem Boden, abdecken und fertig. Das kriege ich auch alles noch verarbeitet, das Zeug, auf vielen Baustellen. Und es ist halt ein bisschen was übrig geblieben. Mal einen alten Kühlschrank aussortiert, der braucht nur Strom und funktioniert. Vielleicht kommen da mal ein paar Kaltgetränke rein. Und so ist das Ganze, entwickelt sich das Ganze. Ja, jede Menge Klebebänder hier, ne? Klebebänder, Panzerband, Maskenband, alles. Hier, das sind meine Trockenbaureste, die stelle ich jetzt erstmal kurzfristig immer dahin. Sobald ich auf der Baustelle was brauche, nehme ich das alles mit. Also, ne? Und den anderen Gedöns habt ihr ja schon alles gesehen. Da ist jetzt, was man halt so benötigt alles, ne? Ich muss gucken, dass ich das einigermaßen gut untergestellt bekomme. Ach so, hier könnt ihr auch mal sehen. Das ist jetzt so ein kleiner Schutthaufen. Der sammelt sich jetzt erstmal an, bis hierhin geht, bis ich hier noch gut durchkomme. Und wenn ich merke, ich komme hier gar nicht mehr durch, dann passt das alles in den Bus rein. Ab zur Deponie, vernünftig entsorgt, ne? Und fertig. Ne? Ja, und dann ist da hier mein ganzes Werkzeug so ein bisschen. Ich sehe es überall jetzt, ich komme überall dran. Der Geier hängt immer noch da. So, jetzt muss ich weiterarbeiten, sonst verdiene ich Geld. Ja? Also, ich schätze mal, ich weiß nicht, ob ich nochmal hier durchgehe, wenn die Kanten schön geworden sind. Ob ich dann nochmal vorbeifahre und dann an Ort und Stelle nochmal ein Foto oder ein Filmchen mache. Gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich hoffe hier, das Mikrofon, ich habe dem Marc gesagt, ich mag das eigentlich nicht, aber dir zuliebe werde ich das machen. Was ist passiert? Ich habe gerade das Mikrofon eine Woche oder 4-5 Tage. Der Puschel ist weg. Der Puschel ist weg. Jetzt muss ich ohne Puschel, ich weiß nicht, wo er ist, der Puschel. Ne? So ein Mikropuschel. Ich habe keine Ahnung. Ist fort. Weil das ist nicht meine Welt. Ich habe die Hände manchmal dreckig und die Sachen hier am Körper ist immer driss. Ne? Aber wir probieren es mal mit Mikro. Das Ganze, vielleicht ist der Ton dann besser, dass der Marc einfach besser damit umgehen kann. Und ihr könnt ja sagen, ob das gut geworden ist, gut ist oder nicht gut ist. Boah, ich muss mich unbedingt mal rasieren. Aber das ist ja scheißegal, ne? Weil meine Frau hat mich heute Morgen geküsst. Die so, du piekst. Die will immer küssen. Ich ja auch. So. Wir sehen uns vielleicht auf der Baustelle oder noch ein bisschen hier. Ich muss mal was freisaugen hier. Nochmal ohne Mikrofon. Wie gesagt, wir sind noch am Testen. Und ja, die Kanten wurden jetzt gut erstellt. Da hinten habe ich noch ein, zwei kleine Eckgärungen, die ich noch, die ein bisschen Zeit haben. Die mache ich noch.
Und jetzt sind die quasi fertig für den Transport, in Anführungszeichen. Die müssen noch trocken werden, richtig trocken werden, aushärten. Dann kann ich die erst vom Tisch heben und dann sind die Dinger fertig für den Transport. Ja, ihr seht, das hat Gewicht und das muss ich an Ort und Stelle bringen. Deswegen nicht in einem Stück 1,50 Meter mal 40. Das wäre zu schwer. Ne? Sonst hätte ich das vor Ort. Aber vor Ort war halt die Situation, dass ich das nicht vor Ort machen wollte, wegen dem Gerüst, wegen den langen Standzeiten und. Ja, also Stuck im Außenbereich bedarf, wie immer, was ich schon letztens bei meiner letzten Stuckbaustelle gesagt habe, bedarf an Zeit. Ne? Ganz, ganz einfach. Ja. Ich bin mit dem Ergebnis jetzt schon zufrieden. Ihr könnt, wie gesagt, ihr seht die Kanten. Ne? Ihr seht die Kanten, die sind erstellt. Das ist jetzt alles geschlossen. Wunderbar. Richtig geil. Das hat richtig bis jetzt schon hier bis hierhin Spaß gemacht. Und ich nehme euch weiterhin mit auf dem, weil das nächste wird sein. Auf der Baustelle Gerüst aufstellen, anbringen, fertig. Und dann seht ihr mal, wie so ein Teil, was hier im Lager produziert worden ist, dann an Ort und Stelle aussieht. Und könnt euch mal in Sachen Stuck ein bisschen mehr vorstellen. De, am Lager, uns rasiert. Alter, ich seh aus wie Elvis. Nein, noch lange nicht. So, das sind später die Teile dann zusammengesetzt, ja. Und die Oberfläche ist noch nicht schön. Da kommt ja noch ein kompletter Filzputz drauf. Und da kommt noch eine Lage drauf. Aber das an Ort und Stelle, das hat mir, also mir persönlich gefällt das dann besser, wenn ich das so mache. Ne? Könnt ihr mal sehen hier, die Teile passen da wunderbar aufeinander. Das ist also bei der Vorarbeit, wenn dann da ein bisschen drauf geachtet wird. Und das sind dann später die Schilder, die an Ort und Stelle kommen. Rechts und links, also kommen dann oben auf dem kleinen fahrbaren Gerüst links und rechts so. Ist über eine Gaststätte ist das Ganze. Und das kommt dann da drauf. Wunderbar. Bin bis jetzt zufrieden. Ich hoffe, die Leute sind zufrieden. Wenn ich es vielleicht heute schaffe, ich bin jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich mache jetzt erstmal auf einer kleinen Baustelle, mache ich wieder für meinen Installateur, öffne ich wieder für ihn sauber eine Kleinigkeit, Fliesen, ein bisschen Estrich, ein bisschen Wand, damit er den Schaden reparieren kann. Und und dann ist das in der Nähe und er leiht mir sein fahrbares Gerüst. Das ist ein bisschen höher als meins da hinten, ist ein bisschen höher. Und dann komme ich da gut dran und dann gucke ich mal, was ich einfangen kann von dieser Geschichte und fertig. Am Objekt angekommen, da oben, da kommt eins hin und da kommt eins hin. Und jetzt stelle ich mich gleich auf das Gerüst und muss da oben noch den Restbestand, muss ich entfernen. Ja, und das schlage ich jetzt gleich ab. Und dann machen wir die Dinger dran und dann sieht das wieder tippitoppi aus. Wunderschön, ja. Bin ich da gleich oben, kann ich auch noch mal was filmen. Und das war der Auftrag. Jetzt drehe ich euch gleich noch mal um. Und da könnt ihr mal sehen, hier unten da die Kante, die der Altbestand da ist. Und habt ihr ja gesehen im Profil, dass ich das auch gemacht habe. Und natürlich vorne, ihr seht es hier vorne, oben ist ein bisschen grob gefilzt. Ne? Ja. Und das machen wir jetzt wieder schön. So, das sieht ja jetzt schon nicht schlecht aus, ne? Hier, ach, wunderbar. Und jetzt muss ich das hier noch ein bisschen ausrichten, weil es minimalistisch. Und tue ich das hier noch ausrichten, damit das hier gerade ist. Kann ich mal gucken, weil das läuft noch nicht hundertprozentig. Das mache ich dann natürlich noch, damit das auch gerade... Sieht kein Arsch, aber man macht es vernünftig, okay? Man macht es einmal. Obwohl der alte Stuck ist auch nicht hundertprozentig. Ihr seht die Wellen. Aber man holt trotzdem das Beste raus. Jetzt kann man erkennen, habe ich hier so kleine Keilchen unter die Nägelchen getan. Und jetzt kann man mal erkennen, dass das auch mal so in eine Richtung... Moment hier, der könnte doch minimalistisch... Aber das sehe ich jetzt durch die Kamera, sich nicht, muss ich im Auge vorbeikommen. Nur ich nehme euch halt ein bisschen mit. Da seht ihr mal, wie man darauf achtet, dass das halt... Siehst du, das sieht aus, als wenn ich das noch alles geschlossen habe, hier die Fuge. Aber sieht das aus wie eins. Geil, oder? Ist das nicht geil? Ihr seht, das ist geschlossen. Das hier, das in der Mitte, sieht halt noch so aus, weil das war die Naht, das ist ein bisschen dunkler noch.
Und ja, das ist jetzt eine Platte hier. Wir gehen ein bisschen hier rüber. Und fertig. Ihr seht, das sieht. Später wird dieser Bereich komplett noch gestrichen. Zweimal rot gestrichen. Und dann kommt da noch ein Name. Haus Fox. Köln Innenstadt. Ja, wisst ihr Bescheid? Haus Fox, Köln Innenstadt. Schöne Kneipe. Ich weiß selber noch nie drinne. Aber ich gehe auf jeden Fall mal rein. Müsst aber selber Erfahrungsberichte sammeln. Ja. Türmschenswall heißt die Straße in Köln. Haus Fox. Stuck, könnt ihr gucken. Könnt ihr ein Glas Bier trinken und Stuck gucken. So, letzter Take von diesem Bereich. Ihr seht, die zwei Teile laufen in Waage. Das alte ist alles nicht in Waage, im Lot, krumm und schief. In Anführungszeichen. Es geht alles. Ne? Die Dinger lasse ich noch hängen, ist alles frisch geklebt, es wurde auch gedübelt, befestigt. Das hier nur noch zur Sicherheitshalber, lasse ich die noch dran. Und ihr seht, das ist, ihr habt ja gesehen, dass ich hier nochmal dünn aufgetragen habe. Hier der Bereich war die Fuge, das ist noch ein bisschen nass. Und da trocknet das schon. An die andere Seite ist auch frisch aufgetragen. Und ja, das war es eigentlich von dem Ganzen. Da oben ist mir eben eine Ecke abgebrochen. Die habe ich dann natürlich hierbei modelliert. So muss das eben sein. Ja, das war es jetzt von meiner Seite aus. Stuck. Stuck, Stuck, Stuck ist Schmuck, Stuck ist schön, ich liebe es. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, habt mich wieder schön begleitet, ne, bei meiner Baustelle. Und wenn ihr mal ein Bierchen trinken wollt, im Türmchenswall Haus Fox, dann könnt ihr hier mal hochgucken. Das wird aber noch gestrichen und ich glaube rot und die Schrift in weiß steht da Haus, ich glaube da steht Haus, hier steht Fox, keine Ahnung, aber ja, ist dann halt fertig, ne? So, jetzt noch sauber machen und dann Feierabend. Das war's, ich bin raus. Bis demnächst.